Herr Vonotz, die Zusammenfassung von gestern und heute im Schnelldurchgang vielleicht. Was haben Sie tatsächlich an neuen Erkenntnissen durch die teilweise wiederholten, teilweise fortgesetzten Zeugenbefragungen gewinnen können? Na, wir haben auf jeden Fall neue Widersprüche aufgetan, denn es ist gestern klar geworden, dass die Abläufe im August, September im Hinblick auf die Herausnahme bestimmter Suchbegriffe und die Absprachen zwischen Pullach und Bad Aiblingen unklar sind. Irgendwelche Leute erzählen da nicht die Wahrheit. Das ist insofern interessant, weil das nur der Fall sein kann, wenn es eben irgendetwas zu verdecken gibt. Und ich glaube, auch heute ist nochmal sehr bewusst geworden, dass das Bundeskanzleramt eigentlich nie in eine aktive Rolle gekommen ist im Bereich der Fachaufsicht, auch weil der Schmutzhaufen unter dem Teppich eben so gigantomanisch groß war, dass man sich einfach nicht herangetraut hat. Jetzt zieht man sich auf dieses Hilfskonstrukt zurück, dass man zum ersten Mal im März 2015 dank des großartigen Untersuchungsausschusses überhaupt irgendwas von den Problemen mitbekommen hat. Das kann schlichtweg nicht sein. Die Probleme haben die Arbeit des BND und die Kooperation mit den USA über Jahre und Jahre begleitet. Es gab immer wieder Hinweise und das wird ganz offensichtlich hier der Öffentlichkeit vorenthalten. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und ich bedauere es, dass das Bundeskanzleramt eben es nicht schafft, da in eine aktive Rolle zu kommen. Es wurde heute viel über rechtliche Defizite auch wieder gesprochen mit dem Zeugen Heiß, dem Abteilungsleiter 6 im Bundeskanzleramt. Er scheint jetzt nicht wirklich einen dringenden Reformbedarf zu identifizieren. Was würden Sie sagen, wäre denn das, was eigentlich jetzt gerade geschehen müsste? Oder müsste man jetzt noch weiter im Untersuchungsausschuss voranschreiten, um das tatsächlich zu identifizieren? Naja, das Bundeskanzleramt und auch der BND berufen sich eben immer noch auf diese völlig rechtsirrigen Konstrukte, die Funktionsträgereigenschaft, die Auffassung, dass Routineverkehre etwas gänzlich anderes seien als G10-Verkehre und dass selbst die Paketvermittlung an diesen Dingen nichts ändert. Das sind alles Thesen, die waren schon vor 10 Jahren falsch und heute sind sie eben erwiesenermaßen falsch. Also man kann nur sagen, die Dinge, die wir hier aufklären, die wir erfahren, zeigen, dass man vor 10 Jahren ungefähr eine bewusst falsche Entscheidung getroffen hat. Man hat nämlich gesagt, wir wollen keine rechtliche Reform haben, um die Arbeit sauber auf die Füße zu stellen und rechtssicher agieren zu können, sondern man hat hier in einem Graubereich die Dinge sich entwickeln lassen und die Probleme schlagen heute voll auf. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, auch im Hinblick auf die Behörde BND selbst und die 6.500 Leute, die dort arbeiten und die sich natürlich rechtskonform verhalten wollen, dass wir eine zwingende Debatte darüber brauchen, wie ist die Verhältnismäßigkeit bei geheimdienstlichen Tätigkeiten in der digitalen Welt zu gewährleisten. Das, was da passiert ist, dieser ganze Massendatenmarkt, der Handel mit Metadaten global milliardenfach am Tag, das ist alles völlig unverhältnismäßig und stellt schon rechtsstaatliche Grundsätze, die wir haben, massiv in Frage. Nun hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder, dass andere Nachrichtendienste die Zusammenarbeit mit den Deutschen zumindest gedenken würden, einzuschränken. Das hat Herr Heiß heute zumindest ein bisschen relativiert, wenn ich ihn recht verstanden habe. Wie würden Sie das gerade beschreiben? Was ist denn da jetzt der Status? Also haben Sie jetzt den Eindruck, dass andere Dienste sagen, wir stellen die Arbeit mit den Deutschen ein, solange dieser Untersuchungsausschuss arbeitet? Oder was ist da Ihr Ergebnis von heute? Es gibt darüber keinerlei Erkenntnisse. Wir haben eine Anfrage an die Bundesregierung geschrieben. Die haben auch gesagt, sie haben keinerlei Erkenntnisse. Herr Heiß hat heute auf wiederholte Nachfrage auch gesagt, er hat keinerlei Erkenntnisse. Ich halte das für eine Schutzbehauptung. Und ich will noch mal sagen, was wäre das auch für ein Zynismus, wenn Partnerdienste wie die USA, mit denen wir auch befreundet sind, sagen, weil ihr parlamentarisch aufklärt, nehmen wir in Kauf, dass Menschen sterben. Das ist eine Schutzbehauptung, die hier gestreut wird offensichtlich, immer ohne Namensnennung von irgendjemandem. Und es wird darüber berichtet, als stünde da sozusagen die Einstellung der Kooperation vor. Das ist schlichtweg nicht so. Und deswegen, ich vertrete durchaus die These, dass internationale Kooperation bei Geheimdiensten auch wichtig ist. Aber sie muss rechtsstaatlich sein. Und wenn die Argumentation eben wird, dass man nicht aufklären darf, weil man dann die Kooperationen gefährdet, dann wird es völlig abstrus,
Und auf dieses Brett dürfen wir nicht gehen. Und ich fände es schön, wenn das in aller Klarheit auch nochmal vom Bundeskanzleramt gesagt wurde und dass man das nicht mit 7 Fragen sich erschließen muss, wie das heute leider der Fall war. Vielen Dank. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Gestern wie heute wurde die Auffassung vertreten, man müsse sich um den Schutz von Firmen und Menschen in Firmen erst dann Gedanken machen, wenn die magische Grenze von 50% Anteil an Deutschen überschritten worden ist. Was sagen Sie dazu? Das ist so abwegig wie das Konstrukt, dass Herr Oettinger in seiner Funktion als EU-Kommissar ein Funktionsträger ist und damit leider seine Grundrechtsträgereigenschaft verliert. Das sind hanebüchene Rechtskonstrukte. Und da will ich vielleicht noch mal einen Satz zu sagen, weil ich das einen relevanten Punkt halte. Uns begegnen an ganz vielen Stellen Konstrukte, die irgendwelche Hausjuristen der Dienste aufgeschrieben haben. Und natürlich finden Sie, wenn ein Vorgesetzter sagt, schreibt da mal was aus, dass das passt, da finden Sie immer jemanden, der das passt. Ein Geheimdienst und eine Behörde in Deutschland muss sich an höchster Rechtsprechung orientieren. Das muss herrschende Meinung sein und es muss rechtssicher sein. Und man kann nicht irgendeine Meinung dann als Gutachten bezeichnen, um Dinge zu legitimieren. Das geht nicht und das ist eingerissen über die letzten Jahre. Und dann kommt man zu so verrückten Ergebnissen. Aber dann hat man eben auch so schlechte Presse wie der BND, das die letzten Monate hart bleibt. Vielen Dank.